Aus meiner Sicht ist der Ölcrash, den wir derzeit erleben, ein Symptom dafür, dass dieses höher, schneller, weiter, das ja die Hauptideologie der letzten Jahre und Jahrzehnte war, mit einer ständig wachsenden Menschheit, die immer mehr wird, die immer krasser auch auf Kosten alles aller anderen Lebewesen wie auch der Natur insgesamt eben lebt, dass das jetzt irgendwo erstmal zu seinem Ende kommt. Und wir sehen, dass nach wie vor Erkenntnisprozesse an anderen Märkten noch nicht so wirklich eingesetzt hat, während am Ölmarkt sozusagen wirklich Panik herrscht, weil schlichtweg eben dieses höher, schneller, weiter nicht funktioniert, weil wir zu viel Öl bei zu wenig Nachfrage haben. Da haben wir andere Bereiche, wo man sozusagen noch so eine Art Cocooning in der Echoblase betreibt. Also man versucht so ein bisschen die Vor-Corona-Zeit weiter zu spielen, um ein bisschen Sicherheit, mentale Sicherheit zu bekommen. Aber das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht gut gehen. Schauen wir uns mal an, was mit dem Ölcrash hier weiter passiert. Und da ist Erhebliches. Wir sehen, dass jetzt diese Geschichte auch in Asien sich durchschlägt. Es sind vor allem die ETFs, die hier Probleme kriegen. USO, ja, das Kürzel für den hauptamerikanischen Öl-ETF, da hat es richtig gekracht, dazu gleich mehr. Jetzt kracht es in Asien beim Samsung Crude Oil Futures ETF, der hier massiv unter Druck kommt. Hier sagt Javier Blas, okay, das, was vorgestern passiert ist, ist ein Tweet von gestern, also aber aus seiner Sicht gestern eben, was vorgestern passiert ist, war scary. Das, was heute passiert, also aus unserer Sicht jetzt gestern, das war noch mehr scary. Wir haben jetzt die Situation, dass der Markt eine sofortige Produktionskürzung verlangt. Nicht im Mai, nicht im Juni. Die OPEC hat ja gesagt, ja, vielleicht könnten wir uns mal am 4. Mai ein bisschen in einer Telekonferenz verständigen. Das wird nicht reichen. Der Ölmarkt wird so lange quengeln, bis da sozusagen noch viel radikalere Maßnahmen kommen. Das ist wahrscheinlich. Und wir sehen hier die Opfer. Ich hatte mehrfach schon gezeigt, diese Zuflüsse in dieses Öl-ETF USO. Wir haben gestern Robin Hood gesehen, diesen amerikanischen Broker, wenn man so will, wo die Leute long, long, long im Öl standen und dass der Preis für den USO stark gefallen ist. Jetzt hat auch Interactive Brokers, einer der großen Player am Markt, gesagt, okay, wir haben Margin Losses von 88 Millionen Dollar. Da sind viele Accounts, sagt Interactive Brokers, die jetzt ins Negative gelaufen sind. Da hatten die Leute Aktien zum Beispiel im Depot, aber die Verluste aus diesen Öltrades sind höher als die Werte, die man in den Aktien noch hat. Und jetzt sagt Interactive Brokers, we believe that any anticipated losses will have a material effect on its financial conditions, und wir glauben aber, dass wir uns halten können am Markt. Das tut also auch den Brokern richtig weh, gar keine Frage. Aber schauen wir uns mal an, und das ist interessant, wenn wir uns die Öl- und Gasproduzenten anschauen, dann sehen wir, da ist nicht wirklich viel Abwärtsdruck da. Warum ist das so? Weil natürlich jetzt die Schwächsten erstmal aus dem Markt gekegelt werden. Und das bedeutet, diejenigen, die kapitalstark sind, die wenig Schulden haben, die groß genug sind, die werden dann eben einen größeren Anteil vom Kuchen bekommen. Und wir sehen, dass das auch in Relation zum S&P gilt. Hier oben haben wir den XOP, das ist ein ETF auf Energiewerte. Und da sehen wir, dass der sich besser hält mit plus 2,9% seit dem 17.04. als der S&P, der 4,8% verloren hat. Aber insgesamt sind die Verluste natürlich massiv. Schauen wir uns mal hier die Statistik von Statista an. Dann sehen wir, dass alleine in den USA die Reiseindustrie 500 Milliarden Dollar verlieren wird. Im Bereich Food Services schon mal 128 Milliarden, also Restaurants, alles was dranhängt. Unterkünfte 112 Milliarden. Air Transportation 97 Milliarden, man kann es fortsetzen ohne Ende, und das ist nur die USA. Aber es gibt jetzt eben auch noch die Echoblase, das Cocooning, und das sind die FANG-Aktien, die gestern allerdings ein bisschen Druck bekommen haben, weil man wahrscheinlich gemerkt hat, oh, wir haben ein bisschen überzogen. Gestern also erstmals Rücksetzer mit einem möglichen Doppeltop bei den FANG-Aktien. Insgesamt ja die Situation, dass wir eine solche Konzentration von 5 Aktien, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, so noch nie hatten. Nicht mal in der Dotcom-Blase, damals Microsoft, General Electric, Cisco, Intel und Walmart. Aber diese Grafik hatte ich gestern schon mal gezeigt. Wir sehen also, dass diese 5 Aktien mehr als auf die Waage bringen als 300 andere S&P 500 Aktien. Aber wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Wir sehen, dass gut läuft Netflix, dazu gleich mehr, und Amazon. Was nicht so gut läuft, ist Facebook und Alphabet, und das macht auch durchaus Sinn, denn Facebook
Und Google, also respektive Alphabet, leben natürlich sehr stark von Werbeeinnahmen. Und wenn es Firmen schlechter geht, dann werden sie teilweise sicherlich weniger in Werbebudgets investieren. Und das wird dann letztendlich auch negative Konsequenzen eben für Facebook und Alphabet haben. Wir sehen, dass beide Aktien hier seit Jahresbeginn deutlich schlechter performen als etwa Amazon und Netflix. Auch da sollte man mal genauer hinschauen. Insgesamt aber gilt, ohne eben dann diese Gewinneraktien, diese wenigen Gewinneraktien hätten wir, wenn wir den Value Line Geometric Index anlegen, der also alle 500 S&P-Aktien gleichgewichtet, hätten wir eine deutlich schlechtere Performance der Gesamtindizes, dürfen wir nicht vergessen. Das macht die ganze Geschichte schwierig und da sind wir eben auch unglaublich hoch bewertet. Wir sind jetzt teurer, als wir es in 2017 waren. Es ist unglaublich, was da sozusagen nach wie vor für Bewertungen aufgerufen werden. Und das ist sozusagen nach meiner Auffassung diese Illusion, diese Sicherheitsillusion. Tech ist sicher, da können wir Cocooning betreiben, da können wir sozusagen das Leben vor der Corona-Krise weiterführen. Das wird sich aber rächen, denn das Coronavirus hat eine Eigenschaft. Es bringt die Substanz auf den Punkt, es zeigt die Schwächen auf, es trifft die Verwundbarsten. Das ist sozusagen dieses, wenn man will, darwinistische Prinzip, das jetzt leider wiederkehrt. Wir sehen hier Netflix, hatte ich vorhin schon gesagt, massive Zuwächse bei den Subscribers, bei den Abonnenten, wenn man so will. Klar, die Leute sitzen zu Hause, aber man hat im Prinzip gesagt, oh, wir wissen nicht, wie der Ausblick ist. Also es gibt Unsicherheit natürlich in dem, was da jetzt weiterkommen wird. Wir sehen insgesamt, dass wahnsinnig viele Firmen jetzt praktisch ihre Ausblicke erstmal gestrichen haben, bevor sie schlechte Ausblicke geben. Sagen wir, wir geben gar keinen Ausblick, gell? Wer weiß ja schon, was passiert. Also sagen wir nicht, was passiert, weil wir es nicht wissen, was passiert. Also lassen wir es gleich. Und das ist natürlich wahnsinnig erfreulich, weil man sich dann praktisch im Nebel befindet und auf Sicht fahren muss, was da eigentlich an Bewertungen der Fall ist. Was zumindest konjunkturell der Fall ist, sehen wir hier im US Macro Surprise Index. Wir haben vorhin die Bewertung gesehen, extrem hoch. Die Abweichung, und das misst ja dieser Macroeconomic Surprise Index, von den Erwartungen ist immens. Die Daten sind also noch viel schlechter in den USA als erwartet. Aber wir have the Fed. Die Fed bailt uns aus. Wir sehen jetzt, dass die Bilanzsumme der Fed um und bei 30% ist. Wir werden bald wahrscheinlich bei 50% sein, wenn es so weiterläuft. Was wir daher erleben, ist eine Art vorgezogene Assetpreisinflation. Wir haben negative Rates, negative Yields, negatives Wachstum, wir haben negative Ölpreise und wir werden bald wahrscheinlich auch negative Dividenden haben. Das heißt, dass dann das Unternehmen sagt, wenn du meine Aktie kaufen willst, dann musst du aber Dividende zahlen, mein Lieber. Geld, dahin kommen wir noch. Es ist heutzutage ja praktisch alles möglich. Schauen wir uns mal an, warum es keine Inflation gibt erstmal. Wir haben zwar massive Anstiege der Bilanzsumme der Fed, aber unten diese Grafik zeigt die Monetary Velocity, also zeigt die Geldumlaufgeschwindigkeit. Und die steigt nicht, sondern die wird abnehmen, weil viele Leute kein Cash generieren, keine Umsätze generieren. Dementsprechend steigt eben nicht die Geldumlaufgeschwindigkeit, sondern sie fällt. Wenn jetzt sozusagen dieser Liquiditätszunahme, der in die Märkte geschüttet wurde, wirksam werden will in Sachen Inflation, dann muss die Geldumlaufgeschwindigkeit steigen. Da sind wir noch lange nicht, weil dieser deflationäre Schock sich eben erstmal durchfressen wird. Insgesamt gilt aber hier ein Vergleich zwischen Geldmenge M2. Die Geldmenge hat zugenommen, das ist gar keine Frage. Die Geldmenge M2 hier, die wir sehen, aber nicht eben die Geldumlaufgeschwindigkeit. Das ist der entscheidende Faktor, wann Inflation dann entstehen kann. Unten sehen Sie einen Vergleich der Charts zwischen Gold und der Geldmenge M2. Ist relativ parallel. Darauf wird zu achten sein. Wir haben jetzt neue Hilfsmaßnahmen, 484 Milliarden Dollar. Man hat sich geeinigt im US-Kongress. Einige Positionen der Demokraten sind hier auch berücksichtigt worden. Hospital Funding, also für Krankenhäuser, Testing, Coronavirus-Testing etc. Wir sehen, dass der nächste US-Einzelhandelskonzern offenkundig in massiven Schwierigkeiten ist, nämlich Macy's, eigentlich der größte, renommierteste Einzelhändler in den USA, muss jetzt 5 Milliarden Dollar aufnehmen, besichert das mit 3 Milliarden der Inventories, also praktisch seiner Lagerbestände, und 2 Milliarden durch seine Immobilienbestände. Nachtigall, Ecœur de Tropsen ist, wir hatten Marcus Neumann in den USA, wir haben JCPenney, die praktisch alle platt sind schon. Und das wollte ich Ihnen morgen zeigen. Wir wollen einmal, weil das Video schon wieder ein bisschen lang ist, uns die Charts angucken, was wir hier sehen.
ist die sogenannte Asien-Rampe. Da passieren wieder etwas merkwürdige Dinge, die Charts von Capital.com. Wir sind beim Dow Jones bei 23.237 Punkte. Schauen wir uns an, was der DAX aus der Geschichte zaubert. 10.357. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0858. Gold ist aktuell nach wie vor so ein bisschen in der Defensive, 1683. Und ein kurzer Blick auf Crude, $20.15 hier als Kassamarkt und WTI bei $12.56. Also das ist sozusagen das, was vielleicht heute an einem Tag, der nicht so wahnsinnig bedeutsam ist. Wir haben nicht wirklich die großen Quartalszahlen jetzt aus der US-Berichtssaison. Wir haben keine wirklich wichtigen Konjunkturdaten. Wir hatten gestern die Lagerbestände, API-Lagerbestände mit plus 13 Millionen. Heute haben wir um 16.30 Uhr dann die Öllagerbestände. That's it für heute. Also es ist so ein Zwischentag. Morgen kommen dann wichtige Unternehmenszahlen mit Amazon. Morgen kommen dann vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also morgen kommen die harten Fakten. Heute dürfen Sie nochmal spielen. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.